von Grässmannier. Während seines Endes atmete nicht nur Günther Jauch erleichtert. Wer wird Millionär sein? Der Kandidat Christine Kurzmann hat am Montagabend fast ihren Fragebogen-Klassiker gelöst. Der Sozialarbeiter von Essen hatte viel zu erzählen und forderte den Moderator sogar heraus, Schläge auszutauschen. Noch vor der ersten Frage wurde gesagt, Quassel-Alarm. Kurzmann saß zum zweiten Mal im Programm, kam aber erst jetzt zum Präsidenten des Rates. Das Ruhrpotterin war folglich aufgeregt. Als Jauch seinen Gast kurz vorstellte, sagte Kurzmann, ich bin froh, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich weiß es nicht mehr. Sie hat Humorkandidat Christine Kurzmann aus Nordrhein-Westfalen. Das folgende Problem, ich hatte keine Brille mit sich. Zum Glück sind die Karten sehr groß. Außerdem liest Jauch immer die Fragen. Kurzmann ermahnte ihn, du kannst dich einfach nicht lesen, sonst ist es deine Schuld am Ende. Bei 500 Euro hatte der Kandidat einen großen Mangel an Planung. Der Moderator wollte wissen, sprechen Sie über ein bestimmtes Thema oder etwas? A. Bekaspern, B. Ersepepeln, C. Rettung oder D. Zerhexen. Auch interessant. Kurzmann war total im Schlauch. Welcher Teil Deutschlands wird gesagt? Weil sogar ihre Freundin im Publikum nicht wusste, blieb der Meister der Fragebögen das Gleiche und natürlich gern er es in diesem Programm gern. Der Rückwagen folgte ihm schnell. Kurzmann fragte den Moderator direkt, also hast du das schon einmal gehört? Sie erzählen seiner Frau jeden Tag, sollten wir es brechen. Als Jauch einen Ja-Zweifel an seinen Lippen bekam, hätte der Kandidat ihn gerne festnagelt. Sagte ja, richtig. Jauchs Intervention wollte es nicht akzeptieren, gefolgt von seiner Bitte, einen Joker zu ziehen. 95% der Zuschauer in der Studie in Bekaspern. Kurzmann lockte sich schließlich ein. Und Jauch stöhnte vor dem Werbebruch, mein Gott, wo bin ich hierher eingetreten? Nachdem er ihm ein wenig Hilfe bei der nächsten Frage gegeben hatte, dachte der Fragebeter an einen neuen Titel seines Programms, Überwachung gewinnen. Kurzmann antwortete, dies ist Ihr Programm. Sie können sie so anrufen, wie Sie wollen. In der Zwischenzeit war sie völlig aus dem Papier, sprang immer wieder und rannte um ihren Stuhl. Zumindest hat Jauch ein wenig bekommen.